Ich teste die neue Cajun-Soße von McDonald's. Mehr wie immer nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine Infos mehr über McDonald's verpassen. Die Spicy Nuggets sind zurück. Mit dabei natürlich wieder die Spicy Soße. Außerdem da hat die Sweet Chili Soße eine neue Rezeptur bekommen. Und ganz neu dabei die Cajun Sauce. Oder ich glaube für die meisten Deutschen eher als Cajun Soße bekannt. Und wie die neue Cajun Soße so schmeckt, das wollte ich natürlich wissen. Ja, das hier ist die neue Cajun-Soße von McDonald's und ich weiß überhaupt nicht, was mich jetzt erwartet, weil ich habe auch noch gar keine Tests dazu gesehen eben, wie die neue Soße schmeckt. Und ich bin einfach mal gespannt. Oh wow, die sieht so ein bisschen senfartig aus. So sieht die ganze Soße auf jeden Fall aus. Und ich würde einfach mal sagen, wir dippen unseren Nugget eben in die neue Cajun-Soße ein. Die hat auf jeden Fall eine ordentlich feste Konsistenz. Und ich bin richtig gespannt, wie die neue Cajun-Soße mir jetzt so schmeckt. Mmh, okay. Boah, ganz außergewöhnlich. Leicht spicy. Also man hat eine kleine Schärfe. Die könnte von mir aus ruhig noch ein bisschen intensiver sein. Inzwischen mag ich es ja, wenn Sachen ein bisschen schärfer sind. Aber auch wirklich wieder schön fruchtig. Das mag ich ja an den Soßen von McDonald's. Ich weiß tatsächlich gar nicht, nach was die jetzt schmecken soll. Sie hat so einen eigenen Geschmack. Also ich kann es irgendwie nicht vergleichen. Aber ich finde die eigentlich ganz lecker. Ich kann mir auch vorstellen, dass die viele nicht mögen. Aber ich mag die eigentlich. Ich probiere auch nochmal nur die Soße eben. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so nice. Aber mit den Nuggets ist die schon lecker. Und ich würde der neuen Cajun-Soße 8 von 10 Punkten geben. Aber wir haben ja auch noch die neue Sweet Chili-Soße. Und ich dachte mir mal, die könnte ich doch eigentlich auch mal mit euch gemeinsam testen. Aber hier sieht man sie auch nochmal. Sie ist wirklich schön rötlich. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass mir die jetzt hier nicht rausläuft. Und mal gucken, wie die Sweet Chili-Soße mit der neuen Rezeptur mir so schmeckt. Ich nehme auch direkt mal wieder ein bisschen mehr von der Soße. Boah, was? Die ist richtig, richtig fruchtig. Ich finde die sogar echt leckerer, wie eben die alte Rezeptur. Richtig lecker. Man hat ja auch wieder eine richtig schöne, spicige Schärfe eben. Sogar ein bisschen schärfer, wie eben die andere Soße. Die ist wirklich lecker. Die könnte ich mir auch gut zu Frühlingsrollen irgendwie vorstellen. Sehr, sehr nice. Und ich gebe eben der Sweet Chili Soße mit der neuen Rezeptur 8,5 von 10 Punkten. Ja, bis zum 19. Juli gibt es eben die neue Nuggets-Aktion mit der neuen Cajun Soße eben. Du hast also noch genügend Zeit, die neue Soße zu probieren. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag und bis bald.